Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu was ganz Neuem hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon, We Are Football, Fußballmanager. Ja, das ist eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir eigentlich. Also ich habe sie alle gespielt, damals angefangen vom Fußballmanager noch für den Amiga 500, Bundesliga-Manager, Hattrick und was dann alles kam. Dann kam die Anstoßreihe, dann kam die Fußballmanager-Reihe von EA Sports und jetzt am Ende der ganz dicke, aufgeblähte Football-Manager von Sega. Und das hier, naja, das geht wieder ein bisschen zurück zu den Basics, möchte ich mal sagen. Gerald Köhler, für alle, die ihn nicht kennen, der Kopf hinter der Anstoßreihe, damals eigentlich bei Ascaron, hat ein eigenes Studio gegründet, hat seinen eigenen Fußballmanager wieder gemacht, We Are Football. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und letzten Endes kommt ja auch so ein bisschen der Name. Ja, Taktikfuchs kommt ja auch eher so aus der Fußball- oder Sportecke. Von daher bietet sich doch das an. Und ich habe einfach riesig Lust, das zu spielen und habe mir gedacht, naja, dann kann ich es eigentlich auch gleich aufnehmen und wir machen da so ein bisschen, ja, so ein Let's Play oder angezockt oder was auch immer draus. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das Ganze laufen lassen werde, ob wir hier eine ganze Saison machen, ob das Ganze vielleicht sogar ein Langzeitprojekt wird. Das hängt natürlich auch von euch ab, wie euch das Ganze gefällt, ob euch das Ganze gefällt. Ja, wir fangen einfach mal an, lassen das Ganze über ein paar Folgen laufen und dann können wir ja da mal drüber reden, wie es hier weitergehen soll. Ich möchte auf jeden Fall das Ganze als Karriere starten, also als Karriere von unten anfangen, dritte oder vierte Liga. Ich habe mir Editor-Daten besorgt. Das Spiel gibt es in zwei Versionen. Es gibt, glaube ich, also die Basis-Version ist komplett ohne Lizenzen und dann gibt es, glaube ich, eine Bundesliga-Edition, die kostet 5-6 Euro mehr oder so. Da sind dann die Original-Bundesliga-Daten, ich glaube auch zweite Bundesliga-Daten eingepflegt, aber wie man das von einem guten Fußballmanager kennt, gibt es natürlich den Editor und ja, diverse Großprojekte, Community-Seiten im Internet, wo ihr letztendlich alles findet von editierten Sponsorendaten, Spielerbilder, Spielernamen, Mannschaftsnamen, Wettbewerbe etc. pp. Da ist dem ganzen Ding dann keine Grenze gesetzt. Ich habe mir hier so einen großen Pack runtergeladen und wir starten deswegen ja in Liga 3 oder Liga 4. Schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt, denn das können wir uns nicht raussuchen oder möchte ich mir nicht raussuchen. Und da geht das Spiel so auch so ein bisschen einen anderen Weg. Das schauen wir uns gleich mal an. Im Vorfeld, wenn ihr Interesse an diesem Spiel habt, via Football, über meinen Keyshop-Partner MMOGA gibt es das momentan etwas günstiger, als es das bei Steam angeboten wird. Den Link setze ich euch mal in die Videobeschreibung. So, und dann gehen wir doch direkt mal rein. Neues Spiel, ein Spieler mit der eigenen Datenbank. Und dann bauen wir unseren Trainer mal zusammen. So, Vorname nehme ich mal den korrekten und hier nehmen wir den Fuchs. Herr Fuchs. 6. Dezember 80. So, jetzt wisst ihr auch, wann ich Geburtstag habe. Und geboren im schönen Heidelberg. Gut, Sprachen. Deutsch. Englisch und Französisch. Und was nehmen wir als Lieblingsverein? Naja, die Bayern wären zu einfach. Ne? Machen wir nicht. Wir nehmen den. Manche wissen es von euch bereits. Wenn ich ihn finde. Na, Karlsruher SC. Gut, starten wir. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, den Verein selbst auszuwählen. In einem beliebigen Startland. Oder eben eine Karriere zu spielen. Das machen wir. Bei vielen anderen Fußballmanagern geht es mit der Karriere auch so los. Da bekommt man einfach drei Vereine zur Auswahl gestellt. Ähnlich läuft es hier auch. Aber hier wird vorher ein kleines Quiz veranstaltet. Also man kommt jetzt hier eine Menge oder 10, 12 Fragen. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, die man beantworten muss. Teilweise irgendwie persönliche Geschichten, teilweise
Fußballfachwissen und so weiter. Und je nachdem, wie man diese Fragen beantwortet, gibt es hier unten eine Sternebewertung dann für den eigenen Trainer, für sich selbst. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass diese Bewertung dann auch Einfluss hat auf die Vereine, die man dann zur Auswahl bekommt. Haben Sie selbst Fußball gespielt? Ja, aber nur im Amateurbereich. Achso, hier, weiter. Das macht doch nichts. Was war dabei denn Ihr größter Erfolg? Aufstieg, Tor geschossen, Kaderplatz aufgestellt worden. Das war tatsächlich der Aufstieg. Meist Meister in der B-Klasse. Riesensache. So, schon mal vom Platz geflogen. Ja, tatsächlich sogar mehrfach. Sowohl mit Gelb-Rot als auch mit Rot. Ja, hat es schon gegeben. Wie viel Berufserfahrung haben Sie außerhalb des aktiven Sports? Ich habe schon viele Jahre gearbeitet. Ja, passt. Sind Sie eher Trainer oder eher Manager? Ich würde sagen beides. Warum arbeiten Ihre Mitarbeiter gerne für Sie? Ich bin immer gut gelaunt und verlässlich. Die Mitarbeiter wollen Erfolg. Darauf kommt es nicht an. Meine Mitarbeiter kommen von mir für Verantwortung. Ja, meine Tür steht immer offen. 85 Minuten sind gespielt. Sie führen 1-0. Bringen Sie einen extra Verteidiger? Auf jeden Fall. Meine Mannschaft bringt das über die Zeit. Dafür sorge ich. Es bringt statistisch nichts, die Defensive bei einer Führung zu stärken. Das mache ich vom Gegner abhängig. Das mache ich tatsächlich vom Gegner abhängig. Können Sie eine Bilanz lesen? Soll ist links, haben ist rechts. Haben ist links, soll ist rechts. Ja, das zeigt mir meine Einnahmen. Ja, der zeigt mir, woher das Geld kommt und wie es verwendet wird. Jawohl. Etwas Persönliches. Wie wichtig ist Ihnen eine gesunde Ernährung? Man muss schon aufpassen, wenn der Berg Nudeln auf dem Teller ständig größer ist als die eigene Faust, dann wird man dick. Man kann nicht kicken, wenn man sich... Ja, komm, machen wir das hier. Die Zeit ist ein bisschen arg schnell. Haben Sie denn schon ein Handy? Sie spielen auf mein Alter an, das ist eine Frechheit. Ja, immer das Neueste und Beste. Ich sitze ja an der Quelle. So, haben Sie eine besondere Strategie für den Umgang mit Stars? Stars sind wichtig, aber das Team ist nur so gut wie der schwächste Spieler. Der Star ist die Mannschaft. In jeder Mannschaft gibt es liebe Jungs und Dieben. Ich behandle alle gleich. Ah, Stars sind wichtig. Zack, komm. Welcher Anteil aller Tore fällt normalerweise durch Elfmeter? Ui. 2, 5 oder 8? 2 oder 5? 5? Ah, war glaube ich falsch. Sind Sie für die Dumont-Formel beim Elfmeterschießen? Was für ein Ding? Ja, ich bluff jetzt einfach mal. Absolut, mit dieser Formel gewinnt man praktisch zu über 80%. Okay, vielen Dank. Wir geben das jetzt alles in den Computer ein und dann haben wir den perfekten Club für Sie. Bin gespannt. Wir kriegen jetzt 3 Jobangebote, können uns eins aussuchen. Das Problem hierbei finde ich ein bisschen, dass man nicht sieht, welche 3 man bekommt, sondern man bekommt sie nacheinander. Und man kann auch nicht, wie man das vielleicht von anderen Fußballmanagern kennt, jetzt mit allen 3 irgendwie verhandeln. Sondern, ja, ich muss mich jetzt, wenn ich mich jetzt für Lok entscheide und mit ihnen verhandle, dann nehme ich sie. Wenn nicht, sind sie weg. Und ich krieg den 2. angezeigt. Lok Leipzig. Wir können hier mal reingucken. Also wichtig wäre mir jetzt, dass wir auf jeden Fall eine Mannschaft kriegen mit einem Stadion, mit einer Kapazität, die auch drittligafähig wäre und vor allen Dingen halt auch eine Mannschaft, die fähig wäre, um den Aufstieg gleich mitzuspielen. 4 Sterne von, also das Sternesystem funktioniert so, ich glaube, das geht von 0 bis 15. Das sind jetzt 4, weil es 4 Bronzesterne sind. Dann kommt der 5. Bronzestern und dann würde der erste hier vorne Silber oder würde Silber werden. Das ist dann die nächste Stufe. Und dann Gold ist dann die höchste. Nee. Heider SV, Regionalliga Nord, 2 Sterne. Oh Gott.
Werden wir doch mal. Nee, komm, eine Chance haben wir noch. Also Heider SV wird es auf jeden Fall nicht. FC Saarbrücken. Das ist doch super. Allerdings ist das ein Drittligist. Na gut, dann sind wir direkt in der dritten Liga. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn wir jetzt ablehnen, werden wir arbeitslos. Das ist natürlich auch bescheuert. Also gehen wir doch nach Saarbrücken. Ich würde sagen, das nehmen wir an. Was bieten sie uns? Sie bieten uns. Haben wir hier irgendwo, steht hier, wie viele Jahre? Ne, bis Ende Saison ein. Also nur ein Einjahresvertrag. Wollen wir sowas hier? Nö, wir nehmen das ganz normal so an, wie es ist. Und dann werden wir begrüßt. Herzlich willkommen bei der 1. FC Saarbrücken. Naja. Ihre neuen Kollegen haben zur Begrüßung einen Blumenstrauß und eine Flasche Sekt auf ihren Schreibtisch gestellt. Sehr schön. Bei den Fans ist man sich einig, dass die großen Alternativen auf dem Transfermarkt derzeit fehlen, sodass man ihnen eine Chance geben sollte. In Kürze werden sie dem Team vorgestellt und können den Spielern sagen, was sie erwartet. Gut, wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihrer neuen Aufgabe. Sie werden es brauchen. Wunderbar. Saisonvorbereitung. Ach so, halt. Ich habe einen Zweijahresvertrag, ne? Ich war jetzt eben falsch, weil das Spiel beginnt natürlich mit der Saison 2021. Die ist ja bekanntlich schon Geschichte. Also wir, ja, genau. Dann habe ich einen zwei, haben wir einen Zweijahresvertrag. Na, dann hätte ich vielleicht doch diese Ausstiegsgeschichte reingenommen. Naja, egal. So, wir bekommen Aktionspunkte. Zu Beginn des Spiels und später bei Erfolgen erhalten Sie Aktionspunkte. Diese können Sie gezielt einsetzen, um sich zum Beispiel beim Training oder bei Verhandlungen Vorteile zu verschaffen. Also es ist so, dass ich mit diesen Aktionspunkten kann ich mir irgendwelche zusätzlichen Boni freischalten. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Vertragsgespräch, in dem ich vier Verhandlungsrunden habe. Dann kann ich die vier Verhandlungsrunden durchknallen und wenn mir das Ergebnis dann noch nicht passt, könnte ich nochmal so einen Aktionspunkt reinsetzen, um zusätzliche Verhandlungsrunden zu bekommen. So habe ich das, glaube ich, verstanden. Die werden allerdings nicht pro Woche oder so wieder aufgefüllt. Die bekommt man bei besonderen Ereignissen, glaube ich, wieder hoch. Und wenn man einen Level-Fortschritt hat, praktisch als Manager, ihr seht es hier, wir sind eins von 50 Punkten und Trainer Level 1. Also wenn wir hier hochgehen, dann gibt es auch wieder Managerpunkte oder diese Aktionspunkte. Das heißt, die sollte man schon sehr, sehr, sehr gezielt einsetzen. Gibt aber auch zig Einsatzgebiete, also nicht nur bei Verhandlungen, auch bei Spieleransprachen, bei was weiß ich was, Vertragsverhandlungen, also normale Spielervertragsverhandlungen, Vertragsverhandlungen mit Sponsoren und so weiter und so fort. Überall da kann man diese Aktionspunkte einsetzen. So, dann schauen wir mal. Also, das ist unser angebotenes Budget für Transfers und das ist dann für Gehälter. Wir können das jetzt erstmal hier quer schieben, ja, oder hier auch auf eine Erhöhung pochen. Und ihr seht jetzt zum Beispiel, unser Ziel ist Platz 15 und hier unten sind Verhandlungspunkte. Also bei allem, was ich hier oben mache, geht jetzt hier so ein Verhandlungspunkt weg. Wir hätten drei Verhandlungspunkte. Und ich könnte jetzt hier schon einen Aktionspunkt einsetzen, um weitere Verhandlungspunkte zu generieren und dann hier quasi mehr zu fordern. Allerdings, ihr seht auch, nicht nur die Verhandlungspunkte nehmen ab, sondern auch die Zustimmung vom Präsidium, ne, verringert sich natürlich. Je härter ich hier verhandle, desto mehr Gegenwind bekomme ich natürlich. Gut. Ich würde sagen, wir machen das so, ohne einen Verhandlungspunkt und nehmen das. Gut zu wissen, bei Ihrem Amtsantritt und zu Saisonbeginn können Sie Ihrem neuen Team direkt einige Regeln mit auf den Weg geben, die fortan bei Ihnen gelten. Als Einsteiger können Sie hier die Voreinstellungen übernehmen. In späteren Spielzeiten können Sie dann auch genauere Ansagen machen. Sie können sich so gezielt Vorteile verschaffen, werden aber auch an der Umsetzung Ihrer Ankündigung gemessen. Alter. Okay, du kannst hier praktisch sagen, du sitzt auf Erfahrung, Alter spielt keine Rolle oder auf die Jugend. Ich denke, das lassen wir hier mittendrin.
Stichwort Form. Training ist nur ein Faktor. Jeder kann sich im Training anbieten. Der Trainingseindruck entscheidet. Jeder kann sich im Training anbieten. Ich denke, da bin ich eher, ich setze schon auf eine Stammelf. Strategie. Mittelfristig verbessern, kurzfristiger Erfolg. Ja, lassen wir mal auf mittelfristig stehen. Jetzt muss ich ein bisschen umdenken. Also geplant war ja eigentlich, in die vierte Liga zu gehen und dort ein ambitioniertes Team, das um einen Aufstieg mitspielt. Jetzt sind wir in Saarbrücken. Und auch wenn die tatsächlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben, ist hier im Spiel das Ziel Platz 15, ihr habt es gesehen, also eher Klassenerhalt. Das heißt, ich werde hier, denke ich, mit der Truppe auch eher erstmal gucken, dass wir die Defensive gestärkt kriegen. Die Null muss stehen. Ne, da machen wir nichts rein. Dann war's das. Dann haben wir hier einen Überblick über unsere Mannschaft. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann gucken wir uns die Mannschaft genauer an, machen die erste Aufstellung, gucken, was wir für Schwachstellen haben und wo wir eventuell nachrüsten müssen. Der Einstieg wäre geschafft. Erster FC Saarbrücken. Ja, ich bin gespannt, was Thomas Fuchs leisten kann. Also, ich hoffe, es macht euch Spaß und ich hoffe, ihr habt Lust auf den Fußballmanager, genauso wie ich seit langer Zeit mal wieder. Ich habe den von Sega, den habe ich mal gespielt, allerdings nicht mehr alleine. Den habe ich meistens immer in einem Multiplayer gespielt. Wenn Kumpels zu Besuch waren, haben wir uns immer so Hotseat-mäßig dann eine Karriere gespielt. Das war immer ganz spaßig. Alleine habe ich mich ehrlich gesagt schon recht lange nicht mehr dran getraut, weil es mir dann einfach so, ja, irgendwie dann doch ein bisschen zu langweilig war. Und das ist so ein bisschen was Schnelleres. Also das geht deutlich, sollte deutlich schneller von der Hand gehen als der Football Manager von Sega. Ich bin sehr gespannt drauf. Also bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein. Tschö, tschö.